Ja, hallo Leute. Ich befinde mich jetzt in Hamburg, direkt vor dem Michel. Und ich lade euch gerne mal ein auf einen Spaziergang durch die Hansestadt Hamburg. Viel Vergnügen. Normalerweise geht man hier abends spazieren auf der Reeperbahn, aber jetzt sind wir nur mal tagsüber hier. Na, da wird aber gleich Mut gemacht hier. Waffen verboten, also insbesondere Pistolen und Messer und Flaschen und Knüppel und was noch alles gibt. Hier gibt es so alle möglichen Schnickschnack. Hier haben wir die Davidswache. Also jetzt haben wir ganz spontan so eine Stadtrundfahrt gebucht in so einem Doppeldeckerbus. Schauen wir mal. Stadtrundfahrt gibt es dann diese netten Heftchen, da kann man noch mal was nachlesen, wenn man meint. Man wüsste nicht alles oder man kriegt nicht alles erzählt. Ja, und für 15 Euro ist man dabei. Oh Nase.
und wir gehen noch ein bisschen durch Hamburg spazieren. Ja, dann gehen wir der Reeperbahn mal weiter runter. Ja, jetzt sind wir hier um den Beatlesplatz. Verschiedene Schärfestufen von 1 Daumenlutscher bis zum Kiezbrutzler. Dazwischen ist alles Mögliche vertreten. Der Volksholt, Held, der Sackgassenhauer, Großmaul, Kienhaken, Kamikaze und was weiß ich noch alles. Ja, hier gibt es alles, was man für einen Bankraub braucht. Pistolen, Messer, Keulen. Und natürlich auch die passenden Masken, Skimasken. Hier bin ich auf dem Hans-Albers-Platz. Da steht das Denkmal. Ja, hier ist der Eingang zur Herbertstraße. Da hier ist die berühmte Esso-Tankstelle, wo es immer den Krawall gibt. Thank you.
verlassen jetzt die Reeperbahn und wollen noch über den Dom schlendern. Das ist eine große Kirmes, ein großer Jahrmarkt. Damit man sich so ein bisschen orientiert, ist hier eine Karte, was so alles ist, was so alles gibt hier an Fahrgeschäften, Belustigungsgeschäften und so weiter. Ja, Geistertempel, Domdänzer, Bodenmühle, Autoscooter, sogar Geister, Transfeed und um Hamburg Kinderscooter und so weiter und so weiter und so weiter. Hamburger Dom sieht man besser in Fotos. Hier eine kleine Fotogalerie. We'll be right back.
Hamburg ist vorbei und wir fahren jetzt wieder. Ich wünsche viel Vergnügen mit diesem Film und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.